Hallo. Was auf dem Tisch? Weiß halt irgendwas. Kann auch ein Spiegelei sein. Sie wollen das Spiegelei? Zum Beispiel? Ich sitze da und schaue dir zu. Bevor der warm wird. Ja, klar, kein Problem. Ich glaube, es bestätigt eigentlich jeder, der sich zu der Küche äußert, sagt, das mit dem Rot ist echt cool. Und ich habe gesagt, weißt du was, dann kommt nämlich das bunte Geschirr da unten rein, wo eh zu ist. Und da oben kommt so das Festtagsgeschirr rein, was ich eh so selten brauche, weil da komme ich sowieso nicht hin. Und da habe ich gedacht, cool. Und jetzt gefällt es mir eigentlich mit dem Wein. Das ist eine gute Idee mit dem roten Sekt. Sieht sehr gut aus. Haben wir uns lange überlegt? Ja, eben. Jetzt der heiße Tipp jetzt an dieser Stelle, wenn Sie mit zwei Fingern drauf gehen, geht er auf 0 oder auf 8. Mhm. Das heißt, Sie müssen ja drauf oder runter tippen. Da müssen wir was oben sein. Over easy. Cool. Wie, du isst das jetzt nicht. Einfach. Also, wenn Sie sich etwas seitlicher zu mir setzen, wird leicht schräg. Nee, es ist wirklich ein Zauberholz. Das ist ein Zauberholz. Ja. Was da alles. Ja. Möglich ist. Also das ist echt, wir sind total happy und auch wie er das gemacht hat, dass diese Maserung sich da so durchzieht von allen Schränken, das finde ich so schön. Nee, ist alles sehr, sehr gut gelungen. Also so im Nachhinein muss man sagen, wo hätte es nicht anders und nicht besser machen können eigentlich jetzt. Ne? Da ist nichts, wo man dann nach 4 Wochen sagt, da hätten wir dran denken sollen. Das hätten wir wissen müssen. Ne? Eigentlich gar nichts. Null. Wenn Sie tiefgefrorene Semmeln haben, aha, im Beutel lassen, ja, mitsamt dem Beutel 7 Minuten bei 100 Grad. Aus unserem alten Traum, ne? Ja. Wenn man die Bilder anschaut, denkt man, eigentlich war das wirklich.